aus der Wissenschaft. Der deutsche Hormonforscher Professor Adolf Butenandt am Mikroskop. Professor Butenandt ist Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biochemie und beschäftigt sich mit der Erforschung der Keimdrüsenhormone, jener geheimnisvollen Wirkstoffe im lebenden Organismus. Eine grafische Darstellung der bisherigen Forschungsergebnisse. Tierversuche. In unermüdlicher Arbeit wird dem Geheimnis des Lebens nachgespürt. In der Universität München. Die Senatoren, Mitglieder und Freunde der Deutschen Akademie und die Professoren der Universität wohnen der Amtseinführung des neuen Präsidenten der Deutschen Akademie bei. Reichsminister Dr. Goebbels überreicht Reichsminister Seyß-Inquart die vom Führer unterzeichnete Ernennungsurkunde. Der neue Präsident der Akademie hält seine Antrittsrede. Er ruft die deutschen Gelehrten und Künstler zur Mitarbeit auf. Die Deutsche Akademie ist die Hüterin der deutschen Sprache. Ihre Aufgabe ist die Verbreitung des deutschen Geistes in der Welt. Sie ist das führende große Kulturinstitut der deutschen Nation. Mehr als eine Viertelmillion Flaschen können aus diesem Riesenfass einer deutschen Kellerei abgefüllt werden. Die hauptsächlich für den Wehrmachtbedarf arbeitende Kellerei beschäftigt zurzeit vorwiegend französische Fachkräfte. Die Klarheit des Weines wird geprüft. Eine Probe für das Laboratorium. Neu aufgefüllte Flaschen werden gelagert. Hier wird Schaumwein versandfertig gemacht. Kampf in Brüssel. Im Ring die beiden Flamen, Karel Süß und Van Deuren. Meister Karel Süß siegt nach 1 Minute 50 Sekunden durch K.O. Das deutsche Filmballett in Berlin findet sich zum täglichen Training ein. Fertig machen zur Tanzprobe.
flotter Stift. Der königliche Walzer. In einem Erholungsheim der Kampfflieger am Tegernsee. Sie waren in England und Kanada in Gefangenschaft und sind im Verwundetenaustausch zurückgekehrt. Wiedersehen mit dem alten Kommandeur, Oberstleutnant Helbig. General der Kampfflieger Pelz begrüßt seine bewährten Kämpfer. So war das damals. Fotos und Zeitungsausschnitte, die von ihren Notlandungen berichten. Das waren wir vier. Im Gespräch mit Major Baumbach. In den von Sonne und Schnee verschönten Bergen ihrer deutschen Heimat finden unsere Kampfflieger Erholung und Entspannung. Französische Fischkutter laufen zum Fang aus. Deutsche Zerstörer, sie sichern die Fischerflotte gegen feindliche Überfälle. Ein feindliches Flugzeug wird gesichtet. Der Feindbomber greift an. Er wird sofort von der Bordflak unter Feuer genommen. Die Maschine wird zum Abdrehen gezwungen. Die Fischer haben sich nicht stören lassen. Die Heringe werden an Bord ausgenommen und eingesalzen. Ein Teil des Fanges wandert in die Räucherkammern der deutschen Wehrmacht. Von der süditalienischen Front. Auch der massierte Einsatz der angloamerikanischen Luftwaffe hat unseren Nachschub nicht unterbrechen können. Auf dem Seeweg und über Land erhalten unsere Truppen, was sie für den Kampf brauchen. Nur unter großen Schwierigkeiten lassen sich die in den Bergen gelegenen Stellungen versorgen.
Der Nachschubesel läuft ein. Amerikanische Schlachtflieger greifen an. Im Tal fallen ihre Bomben. Die Abtei von Monte Cassino, wie sie die Jahrhunderte überdauerte. Und nach der Zerstörung durch die angloamerikanischen Luftgangster. Nach dem Bombenangriff legten diese Schänder der europäischen Kultur das Feuer schwerer Artillerie auf die Trümmer der Benediktinerabtei. Das ist geblieben. Der Abt von Monte Cassino auf dem Wege nach Rom. Er dankt dem deutschen Dolmetscheroffizier. Eine weitere Stätte angloamerikanischer Kulturschande ist Castel Gandolfo. Hier im Sommersitz des Papstes, der ebenso wie Monte Cassino von der deutschen Truppenführung als päpstliches Gebiet respektiert wurde, waren über 15.000 italienische Flüchtlinge, vornehmlich Frauen und Kinder, untergebracht. Vernichtung und Massentod waren auch in Castel Gandolfo das Ergebnis des angloamerikanischen Bombereinsatzes. Im Nordabschnitt der Ostfront führten unsere Truppen planmäßige Absetzbewegungen durch und bezogen neue Stellungen. Dadurch wurde eine wesentliche Verkürzung der Front erzielt. Die deutschen Verbände auf dem Marsch. Die Brücken werden gesprengt, sobald die letzten deutschen Soldaten sie überschritten haben. Hier werden Fliegerbomben für die Sprengung bereitgelegt. Nichts bleibt erhalten, was dem Feinde von Nutzen sein könnte. Panzerbesatzung in einer Marschpause. Die Männer einer als Nachhut eingesetzten Einheit graben sich ein. Schwere deutsche Panzer vom Typ Panther. Sie gewährleisten einen planmäßigen Ablauf der deutschen Truppenbewegungen. Mit einer sowjetischen Spitzengruppe. Der Feind wird an der Auffangstelle abgewehrt. Im Kampfraum von Kirovograd. Bei einer deutschen Panzerdivision. Ein Gegenstoß wird angesetzt.
Eine feindliche Gruppe ist abgeschnitten und wird von unseren schweren Waffen unter Feuer genommen. Unsere Grenadiere arbeiten sich nach vorn. Eine Batterie fährt auf. Durch Funkspruch wird Werferfeuer angefordert. Der Feind ist in diesem Abschnitt zusammengeschlagen. Hunderte von Gefangenen werden eingebracht. Auf der Halbinsel Krim. Bei Kertsch stehen deutsche und rumänische Truppen im Kampf mit der Besatzung des feindlichen Brückenkopfes am Nordrand der Stadt. Deutsche Grenadiere in Erwartung des Einsatzbefehls. Rumänische Soldaten rücken in die Kampflinie ein. Artillerie feuert in den Brückenkopf. Infanterie macht sich zum Sturm fertig. Im Straßenkampf wird der Feind aus einem Vorort der Stadt Kertsch wieder hinausgeworfen. Der Träger des Eichenlaufs mit Schwertern, Major Bärenfänger, auf seinem Gefechtsstamm. In Erwartung der angeforderten Stukas. Ihre Bomben fallen in den Brückenkopf. Alle Bemühungen der Sowjets mit einer Menschen- und Materialübermacht, die Halbinsel Krim aus dem Brückenkopf Kertsch heraus aufzurollen, sind umsonst geblieben. Vor den sowjetischen Plänen steht unerschüttert der deutsche Grenadier.